wusste auch, dass die alle auch so ein bisschen gestört trainieren. Und dieses, um nochmal zurückzukommen auf das gestörte Training, da müsst ihr vielleicht ansetzen, wenn man einen Ansatz finden will. Man muss wirklich über die Grenzen gehen. Wenn der Satz beendet ist für euch normalerweise, da fängt das Training an, wenn man Bodybuilder ist. Und das muss in die Köpfe rein, das muss drin sein. Wenn da nichts mehr geht, dann kann man wirklich so einen Schalter umlegen und dann flippt man so richtig aus und hasst die Welt, hasst sich selber, hasst die Scheißgewichte und prügelt dann nochmal ein paar Wiederholungen aus. Bei Maibaum, der hat das damals so treffen, da habe ich Kniebeugerkreuzchen gemacht. Da ist mir die Nase aufgegangen dabei, dass er aussieht, ob mir in den Hinterkopf geschossen hat. Der ganze Stuhl war blutig. Dann haben wir einen Zehber genommen, haben das scheiß Blut weggewischt, dann ging es weiter. Nächster Satz, gar nicht nachgedacht. So, also richtig krass und krank trainiert und versucht, Gewichte wegzuzerren. Für mich war immer wichtig, ich wollte unbedingt diesen Latturm zerstören irgendwie. Da habe ich Gewichte rangegangen. Der Block, der hatte 130 Kilo oder so. Dann habe ich da noch versucht, Zusatzgewichte, diese großen Scheiben ranzustecken. Und ich wollte, dass diese scheiß Bänder irgendwann reißen. Das ist mir zweimal gelungen. Und das war so, ich habe da komplett ausgeflippt. Bei mir war, wenn ich ans Gerät gegangen ist, das ist wie so ein Danger-Raum, wo so eine rote Lampe angeht, wo keiner betreten darf. Und das war so mein Umfeld. Da ist auch keiner rangekommen. Ich bin da so ausgeflippt, so ausgeblüht. Hat da einer neben mir Faxen gemacht, die hätte ich in der Luft zerrissen. Weil das war, für mich war jeder einzelne Satz, der war für mich so wichtig gewesen auf meinem Weg zum Ziel. Weil ich habe die Magazine gesehen, habe gesehen, die Leute, wo ich mal mitspielen will in der Liga. Und dann habe ich zu mir gesagt, ey Kalbach, du musst doppelt so hart trainieren. Du musst doppelt so hart trainieren wie die. Ansonsten schaffst du das nicht, da ranzukommen. Und das war der Weg gewesen. Dann hatte ich ja zu meiner Zeit zum Glück den Markus noch mit auf meiner Seite, Markus Rühl. Der hat da genauso oder muskelgestörter trainiert wie ich. Aber, und da hatte man dann schon einen Verbündeten gehabt, Deutschland, weil wir haben ein sehr gutes Verhältnis nach wie vor bis heute. Und haben uns da auch ausgetauscht gegenseitig, weil wir hatten auch denselben Vorbereiter gehabt damals, 2000. Na, die ganze Profizeit. Nee, Markus hat sich getrennt von ihm. Zeitdialog, glaube ich, von Falco. Ich war bis Schluss da. Ja, aber wir haben zu Markus' bester Zeit hat man denselben Vorbereiter gehabt und zu meiner besten Zeit. Und ja, und so eine Leute fehlen halt, du siehst das im Gym nicht mehr, ne? Die schmeißen zwar die Gewichte weg, es rumst und knallt überall. Gerade bei mir im Fit Wander, wo ich trainiere, die haben da so eine Profi-Power-Rex. Da schmeißen die 60 Kilo Handeln rum und da denkst du immer, da fallen 500 runter und dann guckst du den Typen an und denkst, was machst du, warum schmeißen die alles weg, da sitzt doch hoch hin, der Idiot. Betreuung, naja, brauche ich nicht, sag ich mal vorsichtig so, aber da guckt auch keiner, also weil auf der Trainingsfläche abgeht, wird halt auch überhaupt keine Notizen. Ja, aber du musst doch sehen, dass Bodybuilding ist ein Einzelsport, da brauchst du niemanden, der für dich eine Verantwortung übernimmt. Du gehst da für dich da rein, egal ob das Ding voll ist oder nicht, du musst dein Ding durchziehen. Du bist du und du musst Vollgas geben, ob da, egal wo du trainierst, egal was, wie auch immer, du musst da, wie Heiko schon sagt, komplett abschalten. Ich meine, wenn man durch geile Timing noch ein paar negative Vibes ausblenden kann, ist schon eine gute Sache, oder? Ja, also aber auch weder positive noch negative Vibes ausblenden, wenn ich mich nur auf mich konzentriere. Du musst wirklich den absoluten Fokus. Das ist ja das, was ich auch mit meinen ganzen Kunden, ich sehe von vornherein, ist das erfolgreich am Ende oder ist das nicht erfolgreich? Wenn ich den sehe am Training, ja, beim Training, weiß ich, das bringt nichts. Ja, also am Training, das ist die Basic. Das ist die ohne den richtigen Reiz, den du setzt, brauchst du alles andere gar nicht drauf aufbauen. Da brauchst du keinen Stoff reinballern, da brauchst du dich nicht gesund ernähren oder weiß ich was. Ja, da kannst du wie Lieschen Müller oder der Bauer vom Klaus vom Bau ja, ein bisschen Freizeitsport machen. Ja. Bodybuilding ist was Krankes, das ist nichts Normales. Ja, das ist das. Du solltest aber keine Angst gemacht bekommen von dir. Angst musst du vor dir selber haben. So krank ist es auch nicht. Das macht Spaß. Wenn man das liebt, wenn man diesen Lifestyle, wenn man für Entbehrungen offen ist und so und teilweise asketisch leben kann und dass in der Diät dein Kumpel halt, wie gesagt, ein Eis frisst und du musst da halt drei Reiskörner essen oder so. Denn wenn du dafür bereit bist, dann Feuer frei, gib Gas, geht auf Wettkämpfe, habt Spaß, seht gut aus. Und was ich vielleicht noch anmerken kann bei der Ernährung jetzt, die älteren Athleten unter euch, gibt ja jetzt nicht nur junge Hüpfer,
da muss man dann, also ich persönlich festgestellt, musste ich dann mit den Kohlenhydraten anders arbeiten. Also jetzt, wo ich in der Zeit von Social Media wieder angefangen habe mit Training, habe ich gemerkt, die Sachen von früher funktionieren bei mir nicht mehr so. Ne? Also als junger Athlet, da verstoffwechselst du die ganzen Sachen komplett anders und Kohlenhydrate reagieren komplett anders, als wie wenn man im fortgeschrittenen Alter ist. So dürfen wir es ja bezeichnen, ne? Fortgeschrittenes Alter. Nee, also wie gesagt, das berücksichtigen auf alle Fälle. Ich hatte gestern Abend ein privates Meeting mit einem Schweizer, der hat mir die Probleme halt auch vorgetragen. Der ist 48, will Wettkämpfe machen wieder oder immer noch. Und er sagt, die Sachen von früher funktionieren halt nicht mehr. Er ist denn weich, flach, keine Ahnung was auf dem Wettkampf, das haut alles nicht mehr hin. Auch die Entlade-Lade-Geschichte funktioniert nicht wirklich. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Entladen, laden vor dem Wettkampf. Die meisten Athleten, die ich beobachte, das war damals ein Amateurzeit schon so, die sitzen dann hinten im Backstage und fangen an zu schmieren, zu machen, zu tun, hauen sich die ganzen Dinger rein, weil sie laden müssen. Und dann gucke ich mir die aber an und denke, was will denn der laden? Der war doch nicht ansatzweise entladen. Also entladen heißt wirklich in der Woche vor dem Wettkampf, dass ihr so weit runter geht, dass ihr wirklich euch jeden Schritt überlegt, stehe ich jetzt auf und gehe dahin oder auf Klo, oh nee, ich kann noch 10 Minuten warten, okay, ich kann. Also wenn ihr so down seid unten und wirklich nach nichts mehr aussieht, die Muskulatur leer und eingefallen ist, ne? Und da haben die meisten nicht den Blick für oder werden schlecht beraten von ihren Spottern oder Trainingskollegen, ja, du, eigentlich bist du ganz schön flach. Und dann kommt so eine neutrale Person und sagt, wo bist du flach? Wie bei Steve Bettinen, der eine Formcheck, ne? Da hat der Riemenschneider auch gesagt, ey Alter, und total unten und total. Und sag ich, ey, wo denn? Sag ich, der ist doch null entladen, der Typ. Da kann er 5-mal am Tag trainieren gehen. Der ist einfach nicht leer. Und wenn du nicht leer bist, dann brauchst du nicht anfangen zu laden, weil dann funktioniert es nicht. Weil dann wird der Muskel am Wettkampftag nach der Entwässerungsgeschichte ganz einfach machen, er wird das Wasser wieder an die Haut abgeben, weil einfach zu viel drin ist, er kann es nicht zurückhalten. Und das sind so kleine Sachen, da können wir vielleicht mal ins Detail gehen dann mit dem Wasser. Genau. Wolltest du, ja. Kann man ja noch was sagen. Aber mich interessiert noch der Unterschied zwischen dieser Low-Carb-Phase im Amateurbereich und High-Carb, wie sich wirklich unterschieden haben. Das ist für mich mal interessant. Die Low-Carb-Phase? Beides im Vergleich. Die Vorbereitungsphase, wie die sich komplett unterschieden haben. Und was die Ergebnisse auch waren, so beschrieben. Bei der Low Carb Diät wirst du ultra hart, siehst du ja die ganzen Amateure, die 80, vielleicht auch 90 Kilo Leute, 70 Kilo Leute, die sind alle, die Amateurhärte ist eine andere wie die Profihärte. Die sind ultra hart und shredded, verlieren aber einfach zu viel Muskelmasse durch das Low Carb. Ne? Und der Profi-Look jetzt, zum Beispiel, beste Beispiel war gewesen Arnold Classics 2018, wo der Dennis McCarver noch mit drauf war, ja. Oder 17 oder 18. Ich hab mir im Wettkampf angeguckt, ich dachte, die sehen nicht richtig. Die sahen alle aus wie ein Wasserbüffel. Das ist also jetzt die Profi-Härte, aber das ist halt, die Profis durch ihren High-Carb-Konsum nehmen zwar viel mehr Muskelmasse mit, bringen aber leider nicht mehr auf den Punkt, dann richtig hart zu werden. Und bei den Amateuren, wenn du wirklich 4-5 Monate Low Carb fährst und dich so runterziehst, dann bist du ultra shredded, aber verlierst extrem viel Muskelmasse. Also du könntest viel, viel mehr Muskelmasse haben. Deswegen sind die Amateurathleten auch Amateurathleten, weil sie nicht so massiv werden, wie jetzt zum Beispiel die Profis, die mit der Ernährung ganz anders arbeiten. Ne? Die dann gut, dann kommen dann noch so eine Geschichten dazu, wenn mit Insulin gearbeitet wird, etc. Aber da bin ich zum Beispiel, also ich persönlich, habe es in einer Vorbereitung gemacht, in der letzten, das war auch meine schlechteste. Ich habe mich sonst immer ohne Insulin vorbereitet, weil ich es einfach hingekriegt habe. Und du hast einen besseren Look am Ende von der Haut. Das kann man, habt ihr bei allen Athleten gesehen, bei einem Phil Heath, bei einem Markus Rühl, bei einem Ronnie Coleman, in ihrem ersten Mr. Olympia-Jahr haben die unglaublich ausgesehen, tief und glasig. Und richtig schwellt. Und das ist, dieser Look geht Jahr für Jahr durch diesen Insulinmissbrauch, Konsum halt verloren, weil die Haut immer dicker wird. Da kannst du nichts gegen machen. Ne? Und dann verlierst du halt dieses Glasige und diese extreme Schärfe im Körper. So, aber hast natürlich dadurch eine extreme Nährstoffaufnahme.
Ne? Weil Insulin ist nichts anderes wie der Turbo-Booster für die Kohlenhydrate und alles, dass die schnell in den Muskel reinkommen nach dem Training. Aber wie gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert, wenn man dann zum Beispiel die Zeitfenster nicht kennt, wie man sich danach ernähren muss. Da gibt es eine bestimmte Zeitabfolge, die man wirklich genau minutiös eigentlich einhalten muss, damit man den optimalen Effekt hat und keine Negativerfahrung macht, wie mit diesem Zuckersturz oder so. Deswegen würde ich da im Amateurbereich auf alle Fälle die Hände von lassen. Das kann ich euch mit auf den Weg geben oder ans Herz legen. Lasst den Insulinquatsch weg. Wachs funktioniert auch